Hallo Tuning-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen hier zur Phase 2 unseres Audi R8 Projekts. Wer die Phase 1 noch nicht gesehen hat, oben rechts ist ein kleines i, klick da mal drauf, da habe ich dir das Video der ersten Phase verlinkt und auf der baut diese Phase jetzt auf. Wir haben hier bereits vor unseren Augen so einen kleinen Erlkönig, den ich bereits als Versuchsträger habe, hat noch nicht die finale Lackierung bekommen, wird aber ähnlich der ersten Phase sein, aber bekommt auch einen eigenen Titel, einen eigenen Namen, aber darum soll es heute nicht drehen. Ich möchte euch heute mit an die Hand nehmen, wie wir den Wagen ein bisschen abstimmen werden und was ich bereits gemacht habe. Und zwar, wir gehen einfach mal ganz flockig hier in die individuellen Upgrades rein. Ich rufe nochmal zur Erinnerung, ne, wie der Wagen damals war, also wie der Wagen, der originale Wagen war. Und zwar, wir hatten zum Schluss 483 kW, 595 Newtonmeter, 1385 Kilogramm. Das Gewicht auf der Vorderachse betrug 46%. Muss mal gucken, die Beschleunigungswerte, ob ich die noch finde. Ja, die habe ich ja auch. 0 auf 100, 2,5 Sekunden. 0 auf 160, 5,4 Sekunden. Topspeed 351 km/h. Bremsweg 35 Meter aus 100, 89 Meter aus 161 km/h. Querbeschleunigung bei knapp 193 km/h, 1,14. Ich denke mal, das sind G, hoffe ich einfach mal. Was habe ich mir überlegt? Ihr seht bereits oben links der Index. Der Wagen wird auf S900 bleiben. Also ich werde hier das Maximalste aus dem Wagen rauskitzeln, ohne den Wagen in die S2-Kategorie zu heben, weil wir dann ganz, ganz andere Gegner hätten. Der Wagen tritt an gegen den Ferrari 488 GTB. Das ist mein Gegner und den möchte ich einfach auf der Rundstrecke in Grund und Boden fahren, weil der einfach vom Handling her das Optimalste ist. Also, was habe ich gemacht? Was habe ich mir überlegt? Wie kannst du den Wagen, obwohl er schon vorher auf 900 war, mehr und mehr und mehr Performance geben? Performance ist eine ganz einfache Möglichkeit, aus dem Wagen rauszuholen, nämlich ich habe den Wagen auf Heckantrieb umgebaut. Mittelmotor, Heckantrieb, wir haben viel Gewicht auf der Hinterachse, sollte also fahrbar sein. Das war Stufe 1. Was habe ich noch gemacht? Damit haben wir übrigens schon mal, das kann ich dir mal zeigen, ein bisschen Gewicht rausgeholt. Das sind über 100 Kilo, 110 Kilo um genau zu sein. Ne? Einfach mal 110 Kilo weiter abgespeckt. Ich will den Wagen leicht haben. Aber jetzt haben wir ein Problem, nämlich wir haben keine Vorderachse mehr, die den Wagen gerade hält. Also musste ich die Hinterreifenbreite habe ich um 1 erhöht auf 325er Reifen. Das kostet 2 Leistungspunkte und kostet auch ein wenig Gewicht, nämlich 3 Kilo. Gut, da sind wir jetzt bei 107 Kilo, die wir immer noch abgespeckt haben. Aber um dieses Gewicht des Reifens wieder auszugleichen, gibt es einen ganz einfachen Trick. Und zwar, du baust dir eine Strebe ein. Mal gucken, ob ich die jetzt finde. Genau. Heckstabi hat es leider nicht mehr gereicht. Ich habe aber eine Frontstabi eingebaut. Und zwar die Rennversion, weil die einstellbar ist. Das hat sage und schreibe 2 Kilo gebracht. Wir bauen was ein, das Auto wird leichter. Das nehmen wir liebend gern mit. Viele werden jetzt sagen, ja, macht er den Heckstabi auch eins leichter? Leider geht das nicht, da komme ich bereits, ne? Eins nach oben. Geht leider nicht. Was habe ich noch gemacht? Natürlich ganz, ganz wichtig, das ist heute auch essentiell für diese Ausgabe. Ich habe das Rennfahrwerk verbaut, einfach um den Wagen abstimmen zu können. Wir sind ja in der Phase 1 mit originalen Fahrwerk rumgefahren, wir haben da nichts modifiziert. Auch dieses Fahrwerk wiegt 2 Kilo weniger. Also sind wir summa summarum 107, 111 Kilo. 2x4, ja, 111 Kilo. Wenn das mal keine Schnapszahl ist, weiß ich auch nicht. 111 Kilo haben wir den Wagen nochmal abgespeckt. Und heute geht es darum, den Wagen abzustimmen. Ich habe bereits einzelne Testfahrten gemacht, um da erstmal einen Anhaltspunkt zu bekommen. Ist das überhaupt der richtige Weg? Weil es kann ja gut sein, dass wenn ich den Wagen auf Heckantrieb umbaue, dass der überhaupt gar kein Land mehr sieht. Wir gucken uns aber erstmal die trockenen Zahlen an. Und zwar haben wir hier, ich gucke mal, ob ich diese Werte auch rein zufällig habe, 8,2. Wir haben Handling, haben wir von 7,7 auf 7,9 erhöht. Beschleunigung aufgrund des Heckantriebs ist weniger geworden. Wir sind von 9,4 auf 9,2 runter. Starten aufgrund des fehlenden Allradsantriebs. Von 10 sind wir runter auf 8,9. Bremsen sind wir dafür hoch, nämlich von 9,3 auf 8,9.
8,5. So, Leistung ist unverändert geblieben, ne? 483 kW, 595 Newtonmeter. Das Gewicht ist genau um, jetzt sind 110 Kilo. 110 Kilo, Gewicht auf der Vorderachse 44%. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Hecklast. So, Performance-Werte, das ist das, worauf es ankommt. Natürlich 0 auf 100 aufgrund des Heckantriebs, kann man vergessen. Wir sind von 2,5 auf 3,3 Sekunden hoch. 0 auf 160 aufgrund auch des mieseren Starts sind wir von 5,4 Sekunden auf 6,2 Sekunden hoch. Topspeed haben wir hingegen zugelegt, nämlich von 351 sind wir auf 353 nach oben. Der Bremsweg hat sich ein bisschen verlängert. Das erklärt sich mir nicht ganz, weil das Gewicht nämlich runtergegangen ist. Wir sind von 35,4 Meter auf 36,4 Meter, also 1 Meter länger. Aber der Bremsweg von 160 auf 0 hat sich verringert, nämlich von 89,8 auf 89,6. Die Querbeschleunigung, hier macht sich das Gewicht bemerkbar und das ist auch das, worauf ich Wert lege auf dem Rundkurs. Nämlich bei 97 km/h sind wir von 1,02 auf 1,04 und bei 193 km/h sind wir von 1,11 auf 1,14 nach oben gegangen. Also die Eckdaten sagen eigentlich, der Wagen geht ums Eck. Ums Eck, genau. Ich werde dann später auch, wenn ich fertig bin mit allem, das Setup natürlich auch wieder ins Auktionshaus stellen. Aber erst, wenn ich mir einen schönen Namen überlegt habe. Das machen wir aber dann, glaube ich, gemeinsam am Ende der Ausgabe. Also lasst euch da nicht irritieren. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen mal raus. Ich bin unterwegs mit dem Lenkrad, um einfach ein besseres Handling zu bekommen. Und ich kann dir auch mal zeigen und sagen, was ich bisher gemacht habe. Wir gehen auch mal ganz kurz auf die Minimap, weil ich muss zu einem bestimmten Spot fahren. Mal gucken, ob ich den auf Anhieb finde. Hier hinten möchte ich hin. Warum, sage ich dir gleich auf dem Weg. So, steigen wir mal ein in den Wagen. Wie gesagt, Performance ist gleich geblieben. Ich habe das Gewicht weiter runtergeschraubt. Wir sind immer noch auf S900 unterwegs. Haben natürlich hier ein bisschen Schlupf. Was aber dem Wagen jetzt nicht das Genick bricht. Also der Wagen fährt sich nach wie vor top. Da gibt's nichts. Ich bin auch schon mal so ein kleines 10-Runden-Rennen gefahren gegen die KI. Hab den da ordentlich Paroli bieten können. Und das, worauf es heute ankommt, das mache ich schon mal auf. Nämlich den Fotoapparat. Ist es nicht. Ich kann mir diese zwei Tasten kann ich mir nicht merken. Entschuldigt meine Stimme ab und zu. Ne? Ich bin immer noch angeschlagen. Also für die Leute, die mir vielleicht beim ersten Mal jetzt hier oder zum ersten Mal hier zuhören, die werden sich vielleicht wundern und sagen, alter Schwede, was ist denn los mit dir? Also alles im grünen Bereich. So, wir haben keinen Ladedruck drin, das Ding ist noch nicht geladen. Es wird noch eine große Phase kommen, das ist dann die Phase 3, wo ich das Ding probiere, mit Leistung fahrbar zu bekommen. Aber wir werden auf jeden Fall in der Phase dann mit S2 antreten. Und da muss ich mich gegen Autos wehren, wie zum Beispiel der Viper. Ja, wir haben gesehen, wie die um die Ecke geht. Und um das ordentlich hinzubekommen, naja. Der Even unterwegs im R34. Ne, das ist der R35. Das ist Even. Außenspiegel, mein Freund. Gut. Was ist wichtig? Hier kann man ein bisschen drauf gucken. Bisschen Reibung. Da kann man gucken, ob die Reifenbreite und sowas passt. Weil wenn du permanent in jeder Kurve an 100% rankommst, dann sind die Reifen einfach am Ende. Da können wir hier ganz dezent einlenken. Hier sind wir schon über 100, da haben wir leichtes Untersteuern drin. Ihr seht aber bereits jetzt, dass der Wagen ganz gut um die Ecke gehen kann. Wir gehen mal eine Kategorie weiter. Einpresstiefe der Federn. Hier sollst du aufpassen, dass die Federn nicht durchschlagen. Dass du immer genug Federweg hast. Weil gerade wenn du einen unebenen Kurs hast, ein bisschen Offroad und so, dann geht es. Und hier sehen wir auch schön, wenn ich bremse, geht der Wagen nach vorne und hinten wird er leicht. Hier sollst du auch bei Federhärte und sowas schauen, dass er nicht zu tief einsinkt. Das Optimalste ist immer die Mitte. Ihr seht auch da, dass er ungefähr immer da unterwegs ist. In Kurven ist es klar, dass der Wagen vor allem beim Kurveninneren Rad, nee, beim Kurvenäußeren Vorderrad, da ein bisschen eintaucht, da einfach ein bisschen mehr einfedert. Nee. Soll ich für Sie eine Route dahin festlegen? Nein, Anna, brauchst du nicht. Wir machen mal weiter. Wir machen nicht weiter, weil Anna jetzt eine Antwort möchte. Komm, weiter.
So, da sind wir weiter. Karosserie, Querbeschädigung kannst du vernachlässigen, ist ein Wert, ist ein schönes Mäusekino. Kannst du Leute ein bisschen ärgern hier, ne? 1,1G. Fast 1G Anpressdruck. In den Sitz, wenn wir Gas geben, das ist okay. So, das ist hier das Wichtigste. Und hier werden wir heute auch ein bisschen weitermachen. Entschuldigung. Vor allem Luftdruck und sowas bin ich noch nicht ganz zufrieden. Hier habe ich auch noch keine richtigen Werte gefunden, muss ich sagen, was hier optimal funktioniert. Bei Forza Motorsport bin ich danach gegangen, wie der Reifenverschleiß sich entwickelt hat und dass die Reifen nicht komplett überhitzen. Wo sehen wir das? Das sehen wir hier. Wir sehen jetzt hier, die Reifen sind kalt. Wir sehen auch hier die schönen Temperaturbereiche, nämlich zwischen innen und außen. Viele werden jetzt sagen, ja Thompson, du hast doch hier verdammt viel Sturz auf der Vorderachse. Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Hier gab es einen kleinen Unfall. Ich muss mal ganz kurz das Ding ausmachen, damit ich weiß, wo ich hinfahren soll. Aber das erkläre ich dir gleich, warum und wieso ich das Ganze bisher so abgestimmt habe. Also heute wird es sehr, sehr viel trockene Zahlen geben. Sehr viel Telemetrie wird es geben. Ich werde euch das probieren, mit meinem Halbwissen, was ich so besitze, so plausibel wie möglich zu erklären. Aber ich hoffe einfach mal, dass das Tuning, was ich euch bisher gesagt habe oder gezeigt habe, dass das für euch auch Sinn ergibt. Also, dass ich hier nicht mehr Leistung reingepumpt habe, weil es ja einfach nicht ging. Okay, das war jetzt zu spät entschieden. Weil es einfach nicht ging und weil ich den Wagen auf S900 belassen möchte. Ich habe ihn einfach leichter gemacht. Und 100 Kilo kann von der Wendigkeit, von der Spritzigkeit her eine Menge ausmachen. Oh, da schick mich ins... Nee, bitte nicht Offroad, Alter. Och Mann, warum tust du das? Wo hat denn der mich jetzt mal im Ernst, wo hat denn der mich jetzt hingeschickt? Ich wollte doch zu dem Kreisverkehr fahren. Ich wollte doch hier wollte ich hin. Hier hin, bitteschön. Da möchte ich hin. Jetzt schickt er mich zurück. Ja klar, weil wir da schon auf der richtigen Seite waren. Forza, Anna, Navi, Drehrumpumpel. Das, was ich dir schon mal sagen kann, Reifenmischungen sind in dem Spiel mega. Nicht mega, was du rausholst, sondern mega, was du investieren musst. Du musst für eine Reifenmischung, wenn wir jetzt von Straßen auf, oder wenn wir überhaupt erstmal auf die Straßenmischung hochgehen, dann investierst du locker flockig mal 100 Punkte. Und vor allem im Multiplayer kann ich dir davon nur abraten, weil die 100 Punkte mit den Reifen holst du auf Rundkurs nie im Leben rein. Weil für die 100 Punkte, die du in Reife investieren würdest, verdopple ich die Leistung des Wagens. Und das Ganze mit ein bisschen Fahrbarkeit fährt dich jeder, wirklich jeder, in Grund und Boden. So, das ist es, glaube ich, nicht der Kreisverkehr, der nicht meinte. Doch, das ist er. So, passt mal auf, was wir jetzt machen. Wir machen jetzt Telemetrie an. Und das, was ich gemacht habe, ist zum einen, jetzt hier ganz gemütlich im Kreisverkehr einfach Runden zu fahren. Einmal zu gucken, wie verhält er sich in der Kurve und vor allem, wie werden die Reifen warm. Auch ein bisschen ab und zu mal auf den Tacho geguckt, also wie schnell sind wir denn eigentlich? Nehmen wir zu, nehmen wir ab, was die Geschwindigkeit angeht. Es gibt auch noch einen schöneren Kreisverkehr, der ist jetzt nicht top dafür. Wartet mal, das ist auch nicht meiner, den ich beim Testen genommen habe. Ich gucke nochmal ganz kurz. Es gibt noch einen zweiten Kreisverkehr. Der in der Ecke, der hier oben war es. Schaut, der ist auch nochmal eine Ecke größer. Fahren wir zu dem. Der ist gut. Fahren wir zu dem. Mal kurz ausblenden, damit ich auch die richtige Abfahrt erwische. Weil im Prinzip ist ein Kreisverkehr nichts anderes als eine sehr, sehr langgezogene Kurve. Also das, was wir hier permanent haben, links und rechts und links und rechts, das hast du im Kreisverkehr einfach immer. Und es macht da keinen Sinn. Also ich habe natürlich den Wagen auch auf Rundkurs gestellt, um zu gucken, wie ist das Handling, gerade was Lastwechsel und sowas angeht. Ist gerade bei einem Mittelmotor mit Heckantrieb, ich erinnere nur so ein bisschen an Honda NSX, kann sehr, sehr problematisch sein. So, jetzt machen wir hier wieder die Telemetrie an und geben einmal ein bisschen Zunder. Auch merkst du hier sehr schön, wenn du im Kreis fährst, giert der Wagen nach innen, kommt das Heck langsam rum, wo ist die Grenze, in welche Richtung geht er? Wenn ich jetzt mal spontan so drauf trete, was macht der Wagen? Der kommt minimal mit dem Arsch,
aber nicht so, dass er mich überholt. Alles abfangbar. So, und jetzt seht ihr mal oben die Temperaturen. Die Innenseite sollte trotzdem minimal wärmer sein als die Außenseite. Beim Heckbereich funktioniert das Ganze noch nicht. Hier habe ich dann aufgehört. Da habe ich innen einfach zu wenig Temperatur. Aber ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass vorne links der Reifen jetzt aktuell am meisten zu tun hat. Ja, wir haben die Außenseiten, innen ist immer noch ganz, ganz harmlos. Die Temperaturentwicklung ist echt strange in dem Spiel. Jetzt geht die Innenseite wieder ein bisschen hoch. Das Optimalste wäre es, wenn wir in eine Kurve fahren, jetzt haben wir ein schönes Untersteuern gehabt, und der Reifen komplett aufliegt, dann sollten wir innen und außen eigentlich die gleiche Temperatur haben. So, das haben wir jetzt hier aktuell nicht. Wir haben außen zu viel und innen zu wenig. Wie können wir das bewerkstelligen, dass es gerade wird? Wir werden jetzt systematisch den Sturz anpassen. Auch auf der Hinterachse nochmal ein bisschen, da aber nicht allzu viel. Aber ihr seht es auch hier, der Wagen ist kontrollierbar. Und wir haben jetzt innen zu viel Luft. Okay. Also nicht Luft, sondern einfach zu viel Sturz. Also gehen wir jetzt hier einfach in Autotune rein und gucken uns das Ganze mal an. Ich habe auch den Luftdruck hin ein bisschen runtergelassen, einfach um ein bisschen mehr Traktion auf der Hinterachse zu haben. Am Getriebe habe ich nichts geändert, einfach weil es nicht einstellbar ist. Wir hatten außen zu viel und innen zu wenig. Also müssten wir eigentlich den Wagen noch spitzer einstellen. 1,2 Grad. Und hier war es, glaube ich, auch zu wenig, ne? Innen zu außen. Gehen wir hier mal auf 0,8 Grad hoch. Ich habe eine leichte Spur bereits eingestellt, um den Wagen ein bisschen spritziger zu machen, was das Einlenkverhalten angeht. Aber erstmal, und das ist jetzt die Arbeit, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob sich hier jetzt was ändert. Auch vom Einlenkverhalten hast du sofort eine Rückmeldung. Du musst nicht auf die Rundstrecke gehen, um zu gucken, wie verhält sich der Wagen. Vom Gefühl her untersteuert er jetzt mehr, als wie es vorher war. Alter, nicht abkürzen, bitte. Ja, der hat meine Fahrt. Das war ein Lexus LS LFA, war das. Auch hier können wir ganz gerne mal den Test machen. Einmal draufstempeln und gucken, ob der Arsch sofort kommt oder ob er ein bisschen braucht. Kurvengeschwindigkeit ist, glaube ich, nahezu gleich geblieben. Ich gucke gerade so mit einem Auge auf die Temperatur. Die Innenseite ist viel zu kalt jetzt hinten. Und außen, warte mal, innen viel zu kalt. Und außen viel zu warm. Kalt, warm. Jetzt muss ich mir das gerade mal bildlich vorstellen. Innen zu kalt. Außen zu warm. Wir müssen die Hinterachse noch spitzer einstellen. Wollt ihr mich verarschen? Wie viel Sturz soll ich denn hier fahren? Ich meine, so 2 bis 3 Grad Unterschied außen zu innen, das ist vollkommen okay. Ihr seht hier, die Kurvengeschwindigkeit nimmt auf jeden Fall zu. Es ist kein Untersteuern drin. Wir fahren jetzt mit 83 ungefähr hier im Kreisverkehr rum. Das sind 10 Grad Unterschied, das ist zu viel. Na, jetzt wird die Außenseite auch warm. Okay, gut. Also, passen wir das Ganze nochmal an. Wir können auch mal gucken. Warte mal, eigentlich müssten wir noch einen Test machen. Entschuldigung, wenn ich ab und zu an den Mikrofonständer komme. Wir müssten einen Test mal machen. Nämlich, wie du ganz einfach rausfindest, ob du zu viel Luft drin hast oder zu wenig. Das kannst du ganz einfach mit einem schönen Burnout machen, zumindest auf der Hinterachse. Weil... Ne, er wird außen zuerst warm. Okay, er wird außen zuerst warm. Der hat immer noch zu viel. Das ist doch nicht normal. Also teilweise auch was die, wenn du das Sportsetup einbaust oder dieses Sportfahrwerk, hast du so krumme Werte da drauf. Das ist echt sehr, sehr strange. Wir gehen mal auf 1 Grad runter und minus 1,5. Das wird immer, immer steiler. Wir gehen jetzt schon arg in den Stance-Bereich rein. So, schauen wir mal, was er jetzt sagt. Auch habe ich hier eine sehr starke Differenz zwischen links und rechts. Das ist mir auch aufgefallen. Auch beim Burnout zum Beispiel, dass der links schneller warm wird als rechts. Das kann ich mir fast nur mit... Das sollte aber nicht der Fall sein.
mit unterschiedlichen Antriebswellenlängen. Aber ein Differential sollte eigentlich dafür Sorge tragen, dass beide Räder gleich schnell drehen. So, schauen wir einfach mal. Ein bisschen mehr Sturz. Die Reifen haben sich ein bisschen abgekühlt. Das heißt, wir können wieder schön bei Null anfangen. Okay, Gefühl her, die Reifen. 76. Ja, es sieht gesünder aus, was die Vorderachse zumindest macht. Wir haben jetzt 5 Grad Unterschied nur noch. Das heißt, das ist optimal. Weil das ist jetzt, musst dir vorstellen, du gehst in die Kurve und durch den Sturz, den wir haben, und durch das Einlenken, liegt dann immer mehr Reifen auf der Straße auf. Und wir brauchen ja nicht maximalen Grip, wenn wir geradeaus fahren, sondern wir brauchen maximalen Grip in der Kurve. Auch hinten sieht es eine Ecke gesünder aus. Ich stempel mal drauf. Ja, da fängt er über die Vorderachse an zu schieben, das ist okay. Da können wir auch noch was dagegen machen. Jetzt kommt der Arsch ein bisschen rum. Wir werden hinten noch ein bisschen mehr Sturz fahren, auch vorne noch ein bisschen mehr. Wir haben jetzt noch 6 Grad Unterschied. Ich probiere so 4 Grad ungefähr hinzubekommen. Das ist dann eigentlich optimal. So, also nochmal angehalten das Ganze. Und nochmal eingestellt. Und dieses nochmal einstellen, das verbraucht so viel Zeit. Deswegen habe ich schon mal angefangen. Also nehmt es mir nicht übel. Wir gehen jetzt auf 1,6 und hinten auf 1,2 Grad Sturz. Das ist verdammt viel. Zum Schluss schauen wir uns den Luftdruck nochmal an und können vielleicht auch noch ein bisschen was modifizieren. Bei Forza Motorsport waren es, glaube ich, 2,35 Bar. Die Engine ist dieselbe. Und mein Freund, das ist jetzt nicht ordentlich gewesen. So, also gleicher Test wieder. Wieder lenkt der Wagen gut ein. Ich höre auch sehr viel rein. Wir haben jetzt hier 80, ohne dass er großes Rutschen anfängt. Temperatur ist jetzt bei 4 Grad Differenz. Das ist sehr gut. Hinterachse sind 10 Grad. Also wir können hier mit knapp 80 komplett durchziehen. Draufstempeln. Ist okay. Ist okay. Ja, ich würde die Hinterachse würde ich so lassen. Die würde ich nicht noch steiler machen. Was macht denn der da hinten? Ein Blitzer oder was? Sieht okay aus. Jetzt haben wir 5 Grad, 5 bis 4 Grad. Das ist vollkommen okay. Dann haben wir immer noch Reserven, wenn wir mal schnell einen Lastwechsel machen müssen. Schauen wir, wie sich der Wagen jetzt draußen verhält. Ob es Spänzeln anfängt oder ob wir hier vielleicht noch ein bisschen was mehr geben können. Auch was das Bremsen angeht, müssen wir gucken. Und jetzt schaut euch die Reifen an. Fast plan, das ist sehr gut. Das ist fast plan. Das passt eigentlich ganz gut. Aber jetzt sehen wir auch, dass die Hinterreifen, die könnten immer noch mehr negative Sturz vertragen. Das ist echt Wahnsinn. Jetzt haben wir gleich. Jetzt liegt dieser Plan auf. Aber guckt euch mal links und rechts den Unterschied an. Könnt ihr euch den Unterschied erklären? Das sind 4 Grad Unterschied. Also entweder habe ich einen Föhn da drunter. Rechts ist immer wärmer als links. Zumindest beim Audi R8. Der liegt aber super. Also ich fühle mich hier absolut wohl in dem Wagen. Kannst auch schön Lückenspringen machen, ohne dass der Arsch rumkommt. Wir fahren eine Topspeed. Weit über 300. Jetzt aktuell mal 0. Oh, scheiße, Mann. Den haben wir gut zerlegt. Also ich glaube, wir gucken mal. Habe ich jetzt gerade gehupt? Hä? Wollt ihr mal lachen? Wenn ich D-Pad links mache, hupe ich. Ja, schon haben wir einen Konvoi. Optimal. Ich brauche euch zwar nicht, aber wir haben einen Konvoi. D-Pad links ist Hupen. Okay, zumindest geht das jetzt auch. Aufhängung, Karosseriebeschleunigung, Reifen. 2,29 Bar. Ich glaube, 2,35 wäre ganz gut. Machen wir eine Konvoi-Fahrten. Sind wir nicht ganz so allein unterwegs.
Und jetzt im Regen geht die Temperatur natürlich nach unten. Wir fahren mal weiter. Wir könnten 2,35, jetzt muss ich gerade mal überlegen, mehr, weniger Luftdruck, weniger Luftdruck, weniger, da geht die Temperatur hoch. Also gehen wir von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und unten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, übernehmen wir das. Jetzt sollte eigentlich die Temperatur, wenn wir jetzt gleich wieder im Cockpit sind, sehr schnell ansteigen. 2,5. Fiel wir sogar ab, oder was? 2,4. Luftdruck runter. Warte mal. Luftdruck runter. Luftdruck runter. Ja klar geht da der Druck runter. Der muss warm bei 2,35 Bar liegen. Alles klar, dann hätten wir Luftdruck hochschrauben können. Luftdruck hoch, was mache ich denn? Luftdruck hoch. Also ihr seht, ne? Auch bei mir ist das ein Rühren und Machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, 10 nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, ab dafür. Andersrum. Wo bin ich jetzt hin? Ne, passt. Okay, raus. Ja, die Strecke ist jetzt auch nicht mehr so optimal hier. Sehr gut. Wagen geht immer noch nach innen. 2,31 Bar, 2,33 auf der Hinterachse. 2,35 will ich das. Da will ich hin. Das will ich erreichen. Okay, da können wir hinten und vorn noch minimal hoch. Also nochmal rein in die Einstellungen. Machen wir vorn war so bitte was mehr, ne? 1, 2, 3, 4, 5 und hinten 1, 2. Warum 2,35? Einfach, weil es dieselbe Engine ist wie Forza Motorsport 6 und sich da 2,35 als sehr gut und griffig rausgestellt hat. So, ihr könnt mich jetzt mal... Da war er sehr spontan und weg. Hier gibt es eine Bonustafel, die Sie noch nicht zerstört haben. Soll ich eine Route dahin festlegen? Nein, bitte nicht. Lass mich in Ruhe. Jetzt aktuell. Wenn steigt, war es zu viel. So, vorn haben wir jetzt optimal erreicht. Aber zwar vorhin der Eisen steigen, um zu gucken, ob sich da was tut. Wir könnten und müssten ein bisschen Luft wieder rauslassen, weil natürlich 2,35 bei Belastung erst stattfinden sollten. Also machen wir hier wieder 1, 2 raus und hinten auch 1, 2, von vielleicht sogar 3. Okay, ab dafür. Und selbst mit so kleinen Schaltern kannst du sehr großes bewegen. Kolonnenfahrt nach... Ach komm, Fahrt. Auf geht's. Fahren wir's aus. Testen wir's einfach mal, was geht. Gibt's übrigens auch einen Erfolg. 160 Kilometer mit einer Kolonne fahren. Kannst du übrigens sehr gut verbinden. Das wollte ich zu viel abbiegen. Um Straßen zu entdecken zum Beispiel. Ja, das ist es, der optimalste Untergrund für unseren Audi. Aber nicht meckern, sondern fahren. Der ist halt wirklich, der ist nicht für Offroad gemacht, der ist für die Rundstrecke gemacht. Das
Es gibt ja keine Checkpoints, theoretisch kann ich sogar abkürzen. Nein, da ist ein Baum. Habe ich das überholt? Wo geht's denn hier lang? Hier geht's lang. Ja, nicht ganz fair, aber quer. So, weiter. Ich habe bis Level gemacht, ich gebe es dazu. So, diese Typen möchte ich jetzt einfach mal weg haben. Danke fürs Anschubsen. Wir werden einfach mal ganz gemütlich mal ein kleines Rennen fahren, um zu gucken, wie verhält sich denn der Wagen. Da habe ich so eine kleine Lieblingsstrecke. Waldrundkurs. Wo ist er denn? Bist du das? Nee, bist du das? Du bist das, ne? Bist du das? Löffelliste? Nein, du bist es nicht. Ach, wenn ich die Strecken immer kennen würde. Was bist du? Dichterwald? Nee, das bist du auch nicht. Querfeld ein, das ist es auch nicht. Es war irgendwo hier in der Ecke, war diese blöde Rennstrecke. Ich kann mir das nie merken, ums Verrecken nicht. Wo ist es denn? Hier ist es doch, oder? Nee. Aktive Meisterschaft. Landzungen-Rundstrecke. Ach komm, das ist glaube ich die Meisterschaft, die wir damals mit Kevin und Gibbon angefangen haben. Das können wir mit dem Auto auch weiterfahren. Kann ich jetzt immer noch hupen? Ja, also D-Pad nach links drücken, liebe Lenkradfahrer, ist ab sofort die Hupe. Wusste ich nicht, aber wenigstens können wir als Lenkradfahrer endlich mal hupen. Oh, bitte wieder Asphalt. Übrigens fehlt mir immer noch eine Straße. Eine einzige Straße fehlt noch. Aber die kriegen wir auch irgendwann noch zusammen. Ich will was von außen. Wie gesagt, von außen sieht er wenig spektakulär aus. Mit dieser komischen Lackierung gerade aktuell. Aber so macht man das halt, ne? In Insider-Autokreisen macht man auf jeden Fall sich einen schönen Erlkönig, damit jeder sieht, oh, das ist ein Versuchswagen. Was habe ich jetzt gemacht? Foto. Ja, okay. Von dem R8 gibt es übrigens, ich glaube, drei verschiedene Versionen. Das ist relativ spooky. Es gibt auch ein Vorbestellerauto. Ist genau dasselbe. Ist genau dasselbe Auto. Zählt aber als extra Fahrzeug. Die fahren dieselbe Strecke wie ich, also soll es eigentlich passen. Temperaturen jetzt aktuell auf der Innenseite sehr hoch. Das ist aber normal, weil wir jetzt keine Einfederung haben. Also der Wagen federt aktuell nicht ein. Oh, das ist echt bescheuert gemacht. Okay. Wir können jetzt hier auf dem Weg nur testen. Ich würde gerne die Kolonne auflösen. Aber ich weiß nicht, wie das geht, weil die mir doch ein bisschen auf die Eier gehen. Wir könnten vielleicht, das müssen wir überlegen. Wir gehen nochmal ganz kurz was gucken. Wir könnten vielleicht die vordere Domstrebe. Die ist relativ hart. Die könnten wir vielleicht ein bisschen weicher machen. Nicht viel. Dadurch zwingen wir den Wagen auch ein bisschen mehr in die Kurve rein, geben ihm einfach mehr Freiraum, dass er doch ein bisschen arbeiten darf. Wenn es zu weich ist, hast du ein Untersteuern. Wenn es zu hart ist, rutschst du auch noch weg. Mit so Streben kannst du ein sehr gutes Untersteuern oder Übersteuern ausgleichen. Das ist auch so der erste Schritt, gerade was das Heck angeht, um ein Heck stabil zu bekommen. Domstrebe rein und hinten weich. Und vorn hart. Und wenn du Untersteuern vermeiden willst, dann einfach genau andersrum. Hinten hart und vorn weich. Ihr seht, was ich meine mit der KI, ne? Dämlich wie ein Stück Feldweg. Der Wagen liegt aber super. Ich meine, ich fahre also knapp 300. Ich fahre dem Audi vor mir ganz lockerflockig hinterher. Und ich glaube, das ist der Kurs, den ich auch kenne. Wenn es der ist, dann werden wir jede Menge Spaß haben. Ja, danke fürs Abdrängen. Ihr seid doch lebensmüde. Ihr seid doch... Oh Gott.
merken, nie Telemetrie einstellen oder angucken, wenn neben dir ein Haufen Kollegen rumfahren. Weil dann hupst du die ganze Zeit. 2:41. Okay. Du bist doch bescheuert. Und ich bin auch bescheuert. Wir sind alle wieder bescheuert. So, dann fahren wir das Rennen jetzt noch. Danach werde ich das ganze Zeug mal ins Auktionshaus stellen. Dann könnt ihr... ist ja nicht Auktionshaus, aber dann könnt ihr euch das ganze Zeug auch mal ziehen. Ich werde dann noch offscreen ein kleines Design machen. Level up. Sehr gut. Nicht abbiegen. Mein Gott, fahr halt einfach geradeaus. Ich will nicht sagen, dass mir die KI tierisch auf die Klöten geht, aber... ich habe auch wirklich die ganze Belegschaft hier dabei, ne? Ich habe nicht bloß einen, ich habe gefühlt 50 dabei hier. Honda NSX, Lexus LFA, sehr schön. Ja, Driften und Lenkrad. Davon hat Nebelschlussleuchten angemacht. Natürlich fahren sie trotzdem rein. Mein Gott, Leute, Leute, Leute. Das dient jetzt alles einfach noch auch so als Einstellungsfahrt. Auch wenn es gerade mehr Schubsen und Rammeln und sonst was ist hier, bekommt man so doch ein ganz gutes Gefühl, wie der Wagen sich verhält. Leute, 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 bitte, bitte, bitte! Eskaliert, ey. Sammeln Sie sich, bitte. Natürlich kann man den Hecktriebler nicht mit einem Allradfahrzeug vergleichen. Da ging es weiter. Endlich, wir sind da. Danke fürs Reinfahren. Da liegen natürlich Unterschiede dazwischen, das ist klar. Ja, dräng mich... lass dich von der KI nicht ärgern, Thompson. Gut, Meisterschaft fortsetzen. BMW. Ah, okay. Ich muss jetzt irgendein anderes Auto nehmen, oder wie? Nee, dann fahren wir das Rennen jetzt nicht. Nee, dann fahren wir das Rennen jetzt nicht. Weil das hat jetzt mit der Faser nichts zu tun. Pass mal auf, ich porte mich mal ganz schnell weg. Wir gehen mal ganz schnell wieder nach Hause und stellen das Setup ins Auktionshaus und so rein. Weil ich habe keinen Bock, mit dieser Kolonnen-KI dann nochmal durch die Gegend zu fahren. Also es kann gut sein, dass es hier das ein oder andere Upgrade noch geben wird. Aber so im Großen und... oh, Stimme. So im Großen und Ganzen bin ich eigentlich zufrieden. Aber ihr habt recht, ihr habt vollkommen recht. Wir müssen dieses Ding auf jeden Fall um irgendeinen Kurs prügeln. Was sind das jetzt hier? Grand Tour Sprintmeisterschaft. Komm, da fahren wir die. Das ist ein Fanrennen. Auf geht's, fahren wir das Ding. Weil wir müssen es einfach mal, das muss rennerprobt sein. Ihr könnt ja mal in der Zwischenzeit, während ich da jetzt hinfahre, die 3 Kilometer, ganz kurz in die Kommentare schreiben, was ihr aktuell von der Phase 2 haltet. Seht ihr Vorteile, seht ihr Nachteile? Wenn ja, welche? Ich meine, für die Viertelmeile ist der Audi sowieso nichts. Also jetzt erst recht nicht mehr. Am Anfang hat er wenigstens noch einen guten Start gehabt, aber jetzt hat er gar nichts mehr. Und den Topspeed, naja, ob er den bis zum Ende der Strecke drauf hat. Und selbst dann, ich mache den Wagen locker mit meinem Sleeper platt. Aber mit den ganz coolen Lächeln. Den kann ich euch auch mal irgendwann mal vorstellen. Und wir bauen uns dann auch nochmal einen neuen auf, wo wir ganz, ganz böse Sachen mitmachen. Oder ein oder andere im Multiplayer sich nur an den Kopf greift und sagt, was zum Henker ist das für ein Auto? Gut, Byron Bay Grand Tour Sprint. Ein kurzes Sprintrennen. Ich glaube, das kriegen wir ganz schnell hin. So, machen wir ein Fanrennen. Wir machen ein aktuelles Auto. German Performance, was ist da dabei? Okay, das Anything Goes. Ach komm, mach mal Anything Goes auf S1. Dann ist die Chance relativ gut, dass wir
Warte mal, Renneinstellungen. Wo fahren wir? Heiter am Morgen. Okay, sehr gut. Mach mal. Ab dafür. Natürlich das aktuelle Auto. Daneben, der blaue Audi war übrigens die Vorbestellerversion. Der heißt halt auch so. Das ist ein eigenes Auto, obwohl es genau dieselbe V10-Kacke ist, die wir halt auch hier haben. Wahnsinn. Aber egal. So, gucken wir mal, ob der Wagen geht. Und danach machen wir dann Schluss für heute. Schauen wir mal. Also viel hat sich nicht getan. Wir haben nicht viel geändert, weil die Basis, die wir hatten, was fährt denn hier mit? Ein F40? Okay. Jaguar ist dabei. Gut, der Escalade, den lassen wir mal außen vor. Der hat nichts zu melden. Ja, komm, ab dafür. Und ein R8. Jetzt sehen wir die Unterschiede von Allrad zu kein Allrad. Muss ich aber echt ein bisschen konzentrieren. Bremsen ist ganz harmonisch. Oh, jetzt kommt mir jetzt nicht mit Dreck noch mit dazu. Ich sehe schon, es ist nicht das optimalste Rennen. Ernsthaft? Oh, liebe Leute, das machen wir anders. Das machen wir anders. Ist wie verhext, ne? Da denkst du, okay, Byron B., ja, du fährst ein bisschen am Strand entlang. Schau mal. Ich fahre uns erstmal mit Controller. Möchte einfach auch noch testen, wie der Wagen mit Controller steuerbar ist. Du musst auf jeden Fall mehr arbeiten. Also die Zeiten sind vorbei, wo der Wagen sich einfach geradeaus schiebt. Dafür hast du halt ein bisschen mehr Spritzigkeit gewonnen. Dass die SUVs so böse gehen, das ist so pervers in dem Spiel. Weil schieben hier auch noch ordentlich. So, das ist jetzt genau unser Gebiet hier. Kurven sind gut. Kurven sind unsere Freunde. Ich glaube, ich war vorbei, oder? Ne, ich war noch drin, Gott sei Dank. Gut, wir sind ja alle sehr nah noch beieinander. Sehr geschoben. Also ich glaube, ich muss ja echt an dem Setup nochmal Hand anlegen. Ganz Optimum ist das Ganze noch nicht. Das war jetzt mehr als vorbei. Das war jetzt mehr als vorbei und ich habe Zurückspulen aus. Okay, gut, dann lassen wir es einfach an der Stelle bleiben. Genau. Bevor wir da komplett die Fassung verlieren. Der Wagen geht, aber noch nicht zu 1000% ums Eck. Ich weiß ja gar nicht, ich gucke nochmal ganz kurz drüber. Wir fahren halt sehr, sehr viel Sturz mit 1,6 Grad. Das ist verdammt viel. Und das bei maximaler Einfederung. Maximal. Wir könnten probieren, pass mal auf, Kreisverkehr ist das Maximalste, was passieren kann. In den Kurven dazwischen liegen die Reifen nicht auf. Okay, also nicht komplett auf, weil wir gar nicht in die Einfederung überhaupt reinkommen. Also so kurze, kleine Kurven. Demzufolge kommen wir dem Wagen jetzt einfach
ein Stück entgegen, indem wir 0,2 Grad wieder runternehmen. Das soll jetzt eigentlich dazu führen, dass wir bei kleinen Kurven bereits früher die komplette Auflagefläche auf der Straße haben. Probieren wir es einfach nochmal mit dem Straßenrennen. Das will ich jetzt einmal probieren. Weil der Kreisverkehr ist das Maximum gewesen. Ich rede mir das auch selber gerade so ein bisschen vor, damit ich auch diesen Zusammenhang verstehe. Genau, Kreisverkehr ist das Maximum. Maximale Einfederung, maximaler Lenkwinkel, maximale Geschwindigkeit. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen positiver, was dazu führt, dass wir bereits früher bei weniger Einfederung den kompletten Reifen auf der Straße haben. Ich glaube, so wird das Ganze. Gut, da ist eine Horizon Edition dabei, der C63 AMG. Danke, zeigt mir immer wieder. Okay, erster Versuch mit Lenkrad. Schauen wir mal. Alles klar. Alles klar. Ich kenne den Crosser überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Gib mir aber noch eine Chance. Gut, ansonsten, wenn das jetzt nichts wird, dann lassen wir es bleiben für heute, was Rennen angeht. Am Ende sind ja nicht die Driver-Tare hier und das Maß aller Dinge, sondern die Online-Fahrer. Weil virtuelle Sachen zählen einfach nicht. Ja, wo geht's hier lang? Okay. Oh Gott! Okay, lassen wir es bleiben. Wie gesagt, ich kenne den Kurs nicht und bevor ich jetzt 1000 Mal mache, das machen wir dann im LP. So, verlassen ist okay. Lass mich beim Haus raus. Ich werde jetzt hier noch ein kleines Design machen. Ich stelle das Ganze aber jetzt mit euch noch ins, zum Runterladen, ins Nicht-Auktionshaus, in die weite Welt, nennen wir es einfach mal. Da habe ich auch gerade, muss ich ehrlich zugeben, die Konzentration für die Rennen gerade nicht. Fehlt mir so ein bisschen Konzentration im Kopf. Gut, einsteigen. Design werde ich dann später reinstellen, wird man aber unter einem ähnlichen Namen dann finden. So, wir machen mal Upgrades. Hier gibt es Upgrades laden. Ich will bloß gucken, wie das alte hieß. Mindtuning. TTHK, TTP, R8900. Oh, ich muss niesen. Warte mal ganz kurz. So, da hat er ein bisschen Hatschi gemacht. TTHK, TTP, R8900. Gut, ich nenne den Wagen ganz einfach. Einstellung verwalten, andere Taste. Einstellungen speichern. Wir nennen das Ganze TT. Ah, war Hashtag dabei, ne? Hashtag TTHK TTP für TomTom's Performance. Machen wir alles rein. R800. Ne, R8. Oh, R8 900. Ich nenne es mal R für Heckantrieb. Ich habe keinen Platz mehr. Okay. Machen wir das Hashtag weg. So. TTHK, TTP, R8900R. Für Rear Heckantrieb. Ab dafür. Ihr
Ihr könnt euch ja lieben gern das Ding mal saugen. Haut dann einfach mal eure Meinung in die Kommentare unter dieser Ausgabe, wie ihr das Ganze findet. Das ist auf jeden Fall für Rundstrecke gemacht und bestes Handling. Das ist zumindest das Ziel des Ganzen. Beschreibung. Mal gucken, ob wir das alles reinkriegen. TTAK TTP R8 900 R. Hier geht's rein. Okay, gut. Ab dafür. Und teilen. Sehr schön. Wäre das drin? Und ich mache mich jetzt ans Design und werde das dann auch unter 900 R ins halt online stellen. Okay, liebe Leute, ich hoffe, diese Phase 2 hat dir bitte Spaß gemacht. Gut zugegeben, die Rennen, ne, die waren Banane. Das Auktionshaus klingelt, ich verkaufe gerade Autos, das ist sehr gut. Ich hoffe, wie gesagt, du konntest bitte was mitnehmen. Ich habe alles ordentlich erklärt. Wenn ich irgendwo Blödsinn geredet habe, dann bitte korrigiert mich. Ich lerne da auch von euch noch mit dazu. Audi hat die Autoindustrie verändert, als sie Quattro einführten. Ein für Straßenfahrzeuge... Alles gut. Ich lerne da auch immer noch dazu. Die dritte Phase wird dann Richtung S2 gehen. Also da wird der Wagen dann ein bisschen Puste bekommen. Ich tippe mal fast, ich kriege mein M4 nicht verkauft, auch nicht schlecht. Ich tippe mal fast, es wird wohl ein Biturbo werden oder Kompressor. Ich muss dann noch schauen, was die Fahrbarkeit angeht. Ich tippe aber mal, lasst euch überraschen. Also die Phase 3 kommt auch noch und danach ist der Audi abgeschlossen und wir nehmen uns ein neues Auto vor. Und ich würde mal vorschlagen, das dürft ihr dann bestimmen. Das machen wir aber nicht heute, das machen wir dann in der dritten Ausgabe, wenn es heißt Audi R8 Projektabschluss. In diesem Sinne, bis denn, ciao, ciao. Dein ganz schlechter Auktionator, der Tom. Bis denn, ciao.